Hallo, hier ist Milzbrand XY. Ich bin heute wieder hier. Ich möchte heute meine Wasserkühlung weitermachen. Die muss ja irgendwann mal fertig werden. Und heute habe ich vor, mein i7 rauszuholen und zu köpfen. Aber zuerst mal möchte ich mal mein Big Y Dark Pro unternehmen, ohne das Ding kaputt zu machen. Das wird ein bisschen schwierig werden. Weil ich hatte schon damals Probleme gehabt beim Zusammenbauen, weil ist nicht viel Platz. Aber vielleicht geht das auf eine einfache Methode. Wir werden sehen. Wenn ihr sowas macht, immer aufpassen. Wenn den Kühler irgendwann mal bei Lamellen krumm werden, ist es nicht ganz so schlimm. Aber ist mein Bock, darf nichts passieren. Ich hoffe mal, ich kann alle Schrauben von hier oben lösen. Die gehen. Aber ich wette mit euch, eine wird wieder nicht funktionieren. Meistens sind immer die, wo man schwer hinkommt. Die dreht sich schon mal mit. Ja, fast. Da fällt schon das erste raus. Aber hier kommt man nicht hin. Und? Kann ich die festhalten? Ja. Ah. Oh, der ist auch schon ab. Ist auch schon ab. Hab ich Glück heute? Kann ich Glück haben, ja? Kann ich Glück haben? Wo hängt es noch? Hier hinten. Da. Ah. Und der noch. Ich habe ein Glück heute. Alles aufheben, weil ich baue das irgendwann um in mein alten System rein, weil der Kühler deutend besser ist. In meinem alten System habe ich ein i7 4470 oder so. Und wird auch gekühlt mit einem Dark Pro, aber der kleine. Da ist so mein i7. Und zuerst muss ich mal alles hier runternehmen. Vorsichtig. Ich lasse den i7 nochmal drinnen. Das ist noch am besten geschützt. So, der da. Ist es der da an der Ecke ist? Nein, es ist die da. Ah, der ist fest. Und der. Aber ich habe so ein Schwein, dass es komplett abnehmen muss. Konnte, sonst hätte ich jetzt das Thema rumwurschteln müssen. Und mit dem kleinen Ding von Big Y hier reinzukommen, kannst du da eigentlich vergessen. Mit der Befestigung haben sie sich nicht ganz so gut überlegt. Oder ich habe es nie erkannt. So. So. Das letzte. Aufpassen, dass die Rückblende nie abfällt und irgendwas zerhaut. So, der letzte.
Das war's schon. Tu das erstmal kurz zur Seite. Ich werde den erstmal kurz sauber machen, weil ich will den ja wieder verwenden. Um den wieder zu wenden, will ich alles nochmal dran machen, dass dann weiß, wo alles ist. So. Wie ist das? So. Ordnung muss sein. So ein kleiner Tipp, wenn ihr es wieder benutzen wollt oder nicht wegschmeißt und ihr seid so wie ich und würdet es eher verrammeln. Ah, da haben wir es wieder. Wieder dran bauen. Dann kommt es nicht weg. Es fehlt schon eine. Hier fehlt schon eine. Guck an, siehst du, so ist es schon. Wir von uns eine weggefallen. Ich weiß, dass ich noch eine in der Reserve habe, aber es muss ja nicht sein. Irgendwo noch Tütchen gehabt. Ist gut, dass bei den anderen dasselbe Befestigung ist. Und ich habe nur noch eine in Reserve. Aber wo ist die andere Schraube jetzt hin? So will der jetzt nicht. Ich denke mal, die Schraube finde ich wieder. Aber ist ja nur provisorisch, weil nachdem ich das gemacht habe, werde ich dann nächste Woche einen anderen PC den Kühler drauf bauen. Wenn ich Lust habe. So. Sind wir fertig? Die M2 durch vorsichtshalber nochmal mit ausbauen. So, die Rahmen tun wir abbauen, weil ich muss die Kühler auch mit abnehmen. Sind 32 GB. So. Einmal aufpassen, dass er nicht
an die Kontakte kommt. Das ist das Wichtigste. Unvorhergeerdete euch habt. Aber denke, das wisst ihr schon. So. Die hält jetzt gerade so schön drauf, da kann man es gleich nochmal sauber machen. Und ab in den Müll. Das war's erstmal. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie man köpft. Bye bye.